Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. So, ich werde jetzt einmal ganz kurz ein paar Fackeln stellen, auf Stellen tun. So, die eine mal hierhin. So, die andere mal hierhin. So, dann hier in jedes Eck stelle ich mal eine rein. So, und nicht lecken. So, ganz lieb sein. So, und... So, ich hoffe, das passt so, dass ihr auch was sehen könnt. Vielleicht tue ich noch hier zwei hin. Vielleicht so. Hier vielleicht noch eins. Und da vielleicht noch eins. So, ich hoffe, das klappt so. Dass ihr das gut hier sehen könnt. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass das Glas ist. Weil hier, wenn ihr seht, hier hört das Ganze auch ein Stückchen weiter früher auf. Der schließt nicht ganz an, weil es Glas ist. Mit Holz wird es anders ausschauen. Das ist jetzt aber ärgerlich. Da hätte ich aber noch einen Plan B. Nur mal so zum Probieren. Und zwar... Wobei das mit dem Zaun wahrscheinlich auch nicht klappt, ne? Nein. Vergesst den Plan B. Ich habe nichts gesagt. Ja, wir könnten jetzt da alles eventuell, das könnte ich auch noch machen, mit diesen Glasblöcken weitermachen. Das können wir uns auch noch anschauen. Dass ich einfach versuche, ich versuche einfach wieder zu schisseln. Und zwar hier, haben wir da eventuell irgendwas Randloses? Randloses Glas. Warte, ich versuche jetzt mal was. Das soll ja irgendwie schön ausschauen, ne? Wenigstens ein bisschen. So, wie schauen wir denn... Ah, na, verkehrt. So wollte ich eigentlich machen. So und so. Wie schauen wir denn so aus? Schaut komisch aus, oder? Warte. Das schaut komisch aus, oder? Naja. Da gefällt mir das hier aber besser. Ich meine, von vorn schaut es okay aus. Aber von der Seite, wenn man dann unten diese Blöcke nicht mehr sieht, schaut es wieder komisch aus. Schau mal. Da gefällt mir das hier dann doch noch besser. Warte. Ich hau mal die Scheiben raus, ne? Das kann ich am besten. Scheiben kaputt machen. Nehmen wir Schwert. Ich werde es nochmal umschisseln. Es kommt mir leider billiger, wenn ich die Scheiben hier kaputt hau. So. 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 Du auch noch. So. Ah, das tut mir im Herzen weh. So. 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 Und so. Und wenn ich da einfach hier nochmal kaputt hauen. So. Wenn ich jetzt einfach wieder schießeln tue. Die hier. Okay, ich habe zu wenig Scheiben, merke ich gerade. Na komm, hier rein damit. Was habe ich genommen? Randlos war es, ne? Ah ja, wenn ich einfach die hier wieder nehme und nein, nicht schisseln. Ich will das Glas so. Ja. Es hilft halt leider nichts, ne? Es geht nur so. Witzigerweise. Irgendwie schaut das alles voll komisch aus. Ich hau die zwei nochmal weg. So. Aha, weil Mittelrand gibt's trotzdem. Lol, soll das nicht randlos sein? Schaut ja komisch aus, oder? Ich wollte so eine schöne Scheibe haben wie hier. Eigentlich. Was mache ich da? Was mache ich? Ich habe keine Ahnung. Fällt wahrscheinlich gar nicht auf.
Ich probiere jetzt einfach mal ein paar Sachen aus. Irgendwas muss doch mal schön ausschauen, oder? Also, das war das hier. So auf zweimal. Ja, man sieht halt dann leider Gottes den Rand nicht. Mal angenommen. Nur mal angenommen. So, nochmal schießen. Ich würde bei dem hier bleiben. Das war das hier. Mal angenommen, ich würde bei dem hier bleiben. Das ganze Glashaus nur mit dem machen. Schaut komisch aus. Ich gehe nochmal ein bisschen Glas holen. Müsste wieder ein bisschen was fertig sein. Das ist echt nicht so einfach, das halbwegs schön hinzubekommen. Und ich wollte essen. Das mache ich noch ganz zuvor. Nein. So. Ich wollte essen. So. Ein Stückchen zurück. So. Schmatz, schmatz, schmatz. Wir müssen dann wieder bald fischen gehen. So, unser schönes Glas. Dann brauchen wir noch etwas Holz. So, das kann er auch haben. Puh. So, dann nehmen wir wieder alles mit zum Herumprobieren. Das ist echt. Nanu, bist du fertig? Fast. Blub. Der ist fast fertig. Super. Hier ist er fertig, ne? Jawohl. Blub, 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 blub. Die Erdbeeren sind auch bald wieder soweit. Das passt mir eh ganz gut, dass wir dann Früchte haben. Aber das hier passt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Es hätte nämlich so cool ausgeschaut, wenn es eine ganze Scheibe so wie hier gewesen wäre, ne? Aber das geht dann scheinbar nur mit den Blöcken dementsprechend. Aber dann sieht man halt am Rand hier. Hier sieht man halt gar nichts, ne? Das ist echt nicht so toll. Kann ich sonst noch was probieren? Würde sonst noch irgendwas toll ausschauen? Streifige Glasscheibe. Ich meine, es wird immer denselben Effekt haben, ne? Die Blasige hatten wir schon, die bildet wieder einen Rand, ne? Probieren wir mal die hier. So, wie schaut es mit der aus? Ich mache hier wieder so einen Test. Das wäre cool. Zwar haben wir hier jetzt die komischen Streifen drinnen, aber man würde auf den ersten Blick nicht merken, dass es keinen Rand gibt. Weißt was? Die nehme ich. Die nehmen wir. Und den Rest haue ich jetzt mal raus. So. Wusch. 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 So. Wenn sie mal Bock hat, Scheiben einzuschlagen, macht es bitte in Minecraft. Im Real Life könnte das ganz schnell ganz teuer werden und euer Ansehen wird dadurch auch noch obendrein beschmutzt. Dann seid ihr nämlich Rowdies, Kriminelle, fiese Menschen. Das will doch keiner. Aber das gefällt mir gerade recht gut. Es sind jetzt zwar Streifen drinnen, aber es wirkt dafür so, auf den ersten Blick, als wenn es eh durchgehend eine Scheibe wäre. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das lassen wir so. Das lassen wir so. So, so, so. So und so. Das lassen wir so. Besser kriegen wir es, glaube ich, nicht hin. So und so. Manchmal muss man auch so eine kleine optische Täuschung mal in Kauf nehmen für das große Ganze. Jo. So,
So, dann gibt es hier, glaube ich, noch eine Art und Weise von dem Schießelding, sage ich mal. Da kann man, glaube ich, aus Holz so Dreiecke basteln. Ne? Da kann man wirklich so ein richtig schönes Schrägdach machen, ohne dass man jetzt diese typische Stufenbildung hat. Oh nein, das sind jetzt wieder andere Scheiben gewesen. Ach, Menno. Warte mal. Oh, mein Schießelding ist kaputt. Gleich. Käse, echt. Ach so, damit schießle ich noch rum. Warte, ich hau das mal weg. Ich gehe noch mal Scheiben machen und dann hoffe ich, dass das Schießelding noch einmal hält. Da mache ich nämlich diese optische Täuschung. Hier brauche ich sie nicht zu machen. Das scheint ja zu klappen, ne? Holz auf Glas, das gibt einen schönen Rand. Aber anders klappt es halt leider nicht. Und so. Das zu dem. Dann brauche ich Holz. Stimmt, einmal Holz. So. Zum Verheizen. So. Bitteschön, dann kann die Glasproduktion schon weitergehen. Und wir machen hier mal so, so und so unsere Glasscheibenproduktion. So, dann gehe ich gleich mal glubschen. Da drin hatte ich das Eisen, ne? Jawohl, zwei haben wir noch. Ich brauche aber nur einen, ne? Ein Eisen und ein Stöckchen ergibt so ein Schüsselding, ne? Das war, glaube ich, so und so. Jawohl, genau. Da baue ich gleich mal so ein Schüsselding wieder da. So, weil der eine ist eh schon am Verrecken. Passt. Kann man die schon wieder ernten? Ich traue mich nicht mit dem Schwert. Da mache ich den Strauch kaputt. Passt. Sehr gut, wir müssen was essen. Ich habe es gerade gemerkt. Also, runter damit. Passt. So. Die Gefahr gebannt. Ich glaube, ich lasse es hier sogar offen. Vielleicht mache ich hier sogar bis darüber so ein Laubdach, wie wir es hier haben. So eine Art Pergola, so in der Art, würde ich mal meinen. Schauen wir mal. Aber ich glaube, dass eventuell das könnte schon was werden. So, also, Schießelding. Wir hatten jetzt die Streifengeschichte. So, einfach optische Täuschung weitermachen und gut ist. So. So. Und so. Na bitte. Na bitte. Geht doch. Ah, was habe ich gemacht? Entschuldigung. Batsch. So ist gut. Das schaut ja echt aus, als wenn da echte Scheiben drinnen wären. Ganz bis zum Rand, oder? Auf den ersten Blick. Ich finde, das passt schon so. Ich hoffe, für euch ist das auch okay. So. Jetzt da bin ich am Überlegen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Keine Ahnung, wie dieser eine Block da geht. Ich habe auch keine Ahnung, ob man das beim Schießeln finden wird. Ich gebe nochmal diesen Schießel ein. Vielleicht habe ich Glück. Schießel, so, ne? Oder war es so? Na, Schießel, glaube ich, so, ne? Schießel. Da gibt es ja nämlich diesen, wie soll ich sagen, diesen Dreiecksblock einfach. Ich habe den schon mal gesehen. Um den kann man dann wieder. Ah, warte, war das nicht hier schon? Der hier? Technischer Block, war das nicht der? Na, nicht wirklich. Da haben wir den hier. Ja, ich bin doof, was das betrifft. Wie gesagt, ich habe ja geschrieben, ne, Noob-Modus, ne? Also ich bin Anfänger, was das hier so betrifft, vor allem das hier. Tut mir sehr leid. Ich habe keine Ahnung. Weil ihr wisst schon, ne, das sind eben diese komischen, ja, ich sag einfach mal Dreiecksblöcke, die schauen so ähnlich aus wie der hier fast, ne? Also so mit so komischen Löchern drinnen. Da kann man quasi die verkleiden. Zum Beispiel eh mit Glas, zum Beispiel. Ne? Und das hätte ich halt gern. Herrschaftszeiten. Ich habe nur keine Ahnung, wie man diesen Block nennt. Oder eben, wie gesagt, dieses Dreieck halt. Ich finde es jetzt auch überhaupt nicht an. Wahrscheinlich ist Schießel sowieso der komplett falsche Begriff dafür. Aber ich dachte nur, weil es eventuell etwas damit zu tun haben könnte.
Ja, Glowstone ist auch noch nicht das Richtige. Vielleicht sollte ich einfach mal. Ich gebe jetzt einfach mal die Schwarzeiche ein. Vielleicht kriege ich da irgendwas Brauchbares raus. Ist es eh schon das? Ah, nein, das ist ein Schild. Ja, weil ich glaube, man konnte das aus Holz herstellen. Oder? Eine Stufe. Eine Treppe. Möbeleinrahmer. Es ist ein Möbeleinrahmer. Es gibt Einrahmsägen. Was kann denn das? Okay. Da gibt's Sachen, ey. Krasses Pferd. Bretter, Bretter, noch mehr Bretter. Das ist halt das geschisselte Zeug, ne? Noch mehr Bretter. Das werde ich so nicht anfinden, nehme ich mal stark an. Ein Schreibtisch gibt's auch. Eine Feder braucht man dazu, eine Fackel. Ey, cool. Also wir können unsere Bude echt geil einrichten. Einen Hocker, also so ein Holzsitz. Geile Geschichte. Sitzlehne. Okay, das Ganze ist doch etwas, ich sag jetzt mal, komplizierter, als ich gedacht hatte. Da muss ich mich dann jetzt schlau machen, wie man das macht. Ich werde es schon anfinden. Keine Sorge, zum nächsten Bad hin kriege ich das hin. Glaube ich. Hoffe ich. Regal, Trankregal, Bücherschrank. Aha, Creative Mode Only. Ach so. Ach so, ist das? So gemein ist das? Aha. Darf man gar nicht alles hier so im Survival-Modus verwenden. Das ist aber auch gemein. Ich probiere es dann nochmal mit Glas. Warte mal. Vielleicht komme ich noch drauf. Glas. Vielleicht komme ich ja dahinter. Irgendwie muss es ja diese Möglichkeit geben, dass man eben dieses Dreieck hinkriegt. Ach, wenn ich mich nur erinnern könnte. Ja, das kommt mit dem Alter. Da vergisst man Sachen. Da vergisst man Sachen. Und wenn ich Dach eingib, da wird nichts kommen wahrscheinlich, ne? Ja, eben. Wie soll auch ein Dach fertig werden? Dreieck? Na, das gibt's auch nicht. Wie gesagt, ich habe keinen Plan, wie das heißt. Im Großen und Ganzen mal hier so, im Allgemeinen, wo alles dabei ist, durchschauen. Das könnte ich auch noch machen auf die Schnelle. Vielleicht entdecke ich es ja irgendwo. Das wäre mir jetzt gerade sehr, sehr lieb. Dann hätte ich mir das Ganze jetzt sparen können. Wenn wir dann auch mal später so ein Dorf anfinden würden, wo NPCs und so wohnen tun. Ich mag das ja ist nicht gern, diese Dörfer schön zu machen, sie auszubauen. Vielleicht habt ihr auch die Nerven und die Lust dazu, mir dabei zuzuglubschen. Das würde mich sehr freuen. Da möchte ich auch mal vielleicht einen Friedhof oder so bauen. Mit so einer Trauerweide und solche Geschichten. So, vielleicht so auch so ein totes Bäumchen, weil da haben wir sogar einen Setzling dafür, dass sowas überhaupt geben kann. Und ja, vielleicht können wir da was Feines draus zaubern. Aber momentan bin ich überfragt. Ich glaube, dieses Dreieck-Dingens finde ich gerade nicht an. Ich muss es ein bisschen suchen. Ich werde schon dahinter kommen. Keine Sorge, das kriege ich schon hin. Bis zum nächsten Part halt. Was ist denn das eigentlich? Obsidian-Meißel. Ach du Heilige. Aha. Mit Diamant gibt es es auch. Obsidian ist stärker als Diamant. Okay. Das wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall, ich suche jetzt noch ein bisschen weiter. Ich werde jetzt auch ein bisschen recherchieren, wie dieses eine Teil heißt, weil ich möchte da ein schönes Dach haben. Und dann können wir auch schon anfangen, Wasser zu sammeln und ja, eben quasi
den Erdrahmen zu machen, sozusagen. Vielleicht geht es ja auch mit unserem Schisselding, dass wir auch noch einen schönen Holzrahmen vor der Erde machen können. Mal schauen, wie wir das anstellen werden. Was ist denn das? Papiermaschee. Aha, ich spreche das hier falsch aus, das ist ja klar. Na gut, der Part ist eh zu Ende. Ihr habt genug gelitten für heute. Ihr Lieben, ich bedanke mich. Ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!